FC Amberg gegen SV Schwarzhofen hieß die Begegnung in der U13 Bezirksoberliga am Freitag am Schanzl in Amberg. Und die Gelb-Schwarzen waren nach dem ersten Dreier am Dienstag in Grafenwöhr hochmotiviert, die Punkte diesmal in Amberg zu behalten. Aber kaum 30 Sekunden nach Anpfiff der Begegnung schon der erste Schock für die Gastgeber. Jonas Kraus spielt den Ball zu seinem Schlussmann Christopher Kelly zurück. Dieser kann nicht weit genug abschlagen. Erneuter Rückpass von Kraus, Kelly zu aufgeregt, um den Ball zu stoppen. Der Versuch, die Kugel direkt zu nehmen, missglückt völlig und Schwarzhofen führt noch in der ersten Minute mit 1:0. Amberg bemüht, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen, aber im Spiel nach vorne häufig mit zu leichten Ballverlusten. Auch Schwarzhofen mit Torchancen, Christopher Kelly diesmal auf dem Posten. Schwarzhofen blieb weiter gefährlich und hätte durchaus in der ersten Halbzeit höher in Führung gehen können. Zum Ende der ersten Halbzeit auch Amberg erstmals gefährlich. Wie hier in einer Standardsituation durch Dominik Lemke klärt der Schlussmann der Schwarzhofener in letzter Not. Die Szene ungeschnitten, zwei Ecken für den FC Amberg, noch kurz vor dem Seitenwechsel. Schwarzhofen kann im eigenen Strafraum nicht klären und Lukas Spieß hätte hier bereits den Ausgleich für den FC erzielen müssen. Erneuter Eckball für Amberg. Zunächst wird der Schuss von Maximilian Meixner vom eigenen Mann abgeblockt. Anschließend schafft es Lukas Spieß nicht, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen. Mit 1:0 für Schwarzhofen geht es in die Pause. In der 34. Spielminute dieser Freistoß für Schwarzhofen. Amberg's Keeper Kelly schaltet blitzschnell und sieht seinen Stürmer Samuel Hoffmann. Zu schnell für den Kameramann. Schuss von Hoffmann, Lukas Spieß lenkt den Ball unhaltbar ab und Amberg erzielt den nun durchaus verdienten Ausgleich zum 1:1. Ja, 40. Spielminute, Amberg nun wesentlich besser im Spiel und mit mehr Sicherheit bei den Pässen. Zuerst setzt sich Jonas Kraus im 1-gegen-1 durch, Doppelpass mit Janik Reinisch. Dieser legt erneut auf Kraus zurück, tolle Flanke. Und Samuel Hoffmann bringt Amberg mit 2:1 in Führung. Nur 8 Minuten später, Amberg in der Vorwärtsbewegung. Das Mittelfeld kann den Ball nicht behaupten. Kopfball über die Amberger Abwehr und erneut zu schnell für den Kameramann erzielt Schwarzhofen den 2:2 Ausgleich. Das Spiel auf des Messers Schneide, Christopher Kelly in dieser Situation sicherer Rückhalt seiner Mannschaft. 55. Spielminute, Knut über Lemke zum eingewechselten Julian Lehmeier und dieser eiskalt zum 3:2 Führungstreffer für den FC Amberg. Es gibt ja einige gelbe Karten, gell? Schwarzhofen noch einmal durch diesen Freistoß gefährlich.
Dann war es vorbei. Die U13 des FC Amberg gewinnt in einem spannenden Spiel gegen den SV Schwarzhofen verdient mit 3:2 und holt drei ganz wichtige Punkte vor dem Auswärtsspiel am kommenden Samstag gegen den Jahn aus Regensburg.